Mal sehen, wie er sich fahren lässt. Ja, und ob man GT3. jetzt alles wieder, ja, der fährt sich bestimmt sehr gut. Ja. Brauche jetzt aber ABS. Traktion kann man auf Medium stellen. Ich weiß nicht, ob die GT3-Wagen Traktion haben in Wirklichkeit. Also ich glaube eigentlich schon. So, jetzt kann man alles einstellen. Ach, hier war der Bremsassistent. Ne, das war ja. Der war auf Hoch, Alter. Ich würde da lieber nochmal nachschauen an deiner Stelle. Wo du dann noch Ja, Zeit habe ich hast. gerade. Also bei mir ist nur ABS jetzt an. Bei Der mir Rest ist alles auch. aus. Das ist aus. Traktion aus. Streckenhilfe und Näheanzeige. Also vor allem die Näheanzeige, weil ich keinen Rückspiegel habe. Ne. Die Streckenhilfe habe ich auch aus. Irritiert mich nur. So. Kamera Action. Ja, Ganz der fährt mit anderes. Automatik, weil der am Start besser reingekommen ist wie die. So, ja, das kann sein. Boah, der hat schon Grip. Also der ist nicht so schlimm wie der Ferrari. Ferrari, ja. Ja, der hier hat Das auch kann ganz aber auch sein, anderes. weil irgendwelche Hilfen an waren, wie du gesagt hast. Das ist Ja, weiß vielleicht ich nicht. deswegen. Ja. Oh, zu weit rausgekommen. Hinterher. Ach, und einen Daumen hoch. Obwohl ich so weit rausgekommen bin. Sehr gute Traktion. Was ist denn los? Oh, ich bin im ersten runter. Oh Mann, das hat mich aber irritiert, ey. Ja, allzu weit, ja, Ja, darfst weil er nicht raus runter, weil ist. sonst. Ach, der ist raus. Ja. Ihr habt euch da so ein schönes Duell geliefert. Ich habe mir das angeschaut von hinten. Und jetzt ist er raus. Ich habe gedacht, okay, ich habe die Kurve anscheinend besser gekriegt. Ich überhole mal. Ja. Dann ist er auch so rausgeflogen. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht zu Ende fahren, ne? Machen wir lieber noch mal, wenn da jemand anders drin ist. Kannst du dann die Runde noch zu Ja. Ende fahren? Einen ersten darfst nicht runterschalten, dann wird's gefährlich auf der Hinterachse. Ja, das hat mich so irritiert, dass ich mich verschaltet habe. Schön smooth hier um die Kurve rum. Ja, dann fahren wir das noch zu Ende und dann wollen wir mal sehen, wer die Bestzeit fährt. Ja, genau. Ja. Der fährt sich wirklich noch ein bisschen besser als der Ferrari. Du kannst auch schön über die Curbs fahren, einigermaßen. Also, Ja. das bügelt er besser glatt. Über die Ja. Wurst natürlich Ohne nicht. dass da Das gleich, ja. ja, die Wurst, da hat jedes Auto so seine, ne? Genau, ja. Oh, drei Balken nach oben, die Kurve habe ich aber gut bekommen.
Ja, der BMW hat auch einen sehr kurzen Radstand. Der Ferrari hatte einen besseren Topspeed. Ja. Das muss man sagen, weil die gerade hier, die ist eigentlich noch länger als in Imola. Und in Imola kam der über 280 fast. Ah, da kommt ja ein Schaukeln auf der Wurst. Er fährt sich wirklich super, ja. Da braucht man dann den ersten Gang auch gar nicht. Da reicht der zweite auch immer. Aber das ist meine beste Runde. Mal gucken. Ja, 1,5 Sekunden schneller. Aber das werde ich nicht mehr toppen können. Oh, 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 fast aufgeschaukelt. Oh, 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 er muss das lenken. Lenkrad aber festhalten, du. Oh, ich hab die noch gehört. Wenn man manchmal nah an so einer Bande vorbeifährt, dann zischt das richtig, ne? Ja. Das hört sich richtig geil an. Und Monster ist das sehr stark. In die Lobby reingekommen. Oh. Vielleicht werde ich hier im Motodrom noch schneller. Das ist die letzte, meine beste Zeit. Gib alles. Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen nachgelegt. Ja. Bin mal gespannt. My great driving. Das sieht auch geil aus, ey. Von der Optik her. Na? Na? Bisschen mehr wie eine halbe Sekunde, oder? Ja, 16. Ja, mal sehen, welcher jetzt kommt. Oh, jetzt kommt der Aston Martin. V12. Ich will mal den Topspeed vergleichen vom BMW zu Ferrari. Ja, der hat deutlich mehr Topspeed. Der BMW hat nur 33 und der Ferrari 44,7. Aber hier steht auch, besseres Handling hat der BMW. 50, der Ferrari nur 44. Aber der Aston Martin... Boah, identisch fast vom Handling zum BMW. Roberto René, du. Und Lack, vom Lack, ne? Das sieht auch geil aus hier. Oh, das sind einige. Boah, das schwarz-rote sieht geil aus. Ganz zu Anfang das, ne? Ja, der zweite quasi. Ja, den wollte ich auch haben. Der gefällt mir auch am besten. Oh, es sind noch ein paar reingekommen. So schnell geht das.
Oh. Ach so, eine andere Strecke. So. Ja, es muss ja auch passen. So ein Autos. Ja, Laguna Seca ist sehr eng, also das wird schwer. Aber kann man machen. Also kann man machen. Da sind 4 Runden auch schnell rum. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Stufe mehr. Jetzt habe ich 200.000 Credits. Ja, manchmal kriegt man auch viel. Wäre natürlich schön, wenn man eine hohe Fahrerstufe hat, eine hohe Sicherheitswertung, dass man dann auch mehr Erfahrung bekommt. Das wäre nicht schlecht. Dann würde das noch mehr Sinn ergeben, fair zu fahren und so. Wegen der Kohle. Machen die Menschen nicht alles wegen Geld. Mazes. Mother. Oh. Ja. Wenn man es irgendwie so fahren lässt. Der hat V12. Aber der fährt sich eigentlich nicht schlecht. Der hat aber einen guten Sound. Wegen dem V12. Den gab es schon im ersten Teil. Mal schauen, kurz nochmal. Hilf noch mal checken. Nö, passt alles. So, hier gehe ich auch voll auf Grip. Hoher Grip. So, das wird jetzt aber eine ganz andere Strecke. Boah, die Rückfahrkamera ist ja geil. Super Traktion. Boah, ich sehe hier immer die Straße nicht. Die Kurve ist so tief. Ja, ist ja auch. Schneller da vorne als ich. Ah! Am zweiten Platz. Schnell die Kurve rein. Ja, der Wagen ist nicht optimal für die Strecke hier. Also sie halt ziemlich eng.
Ja, es ist nicht so mein Wagen. Ja, vielleicht liegt es aber auch an der Strecke, das zu sehen nicht. Weil ich könnte ihn auch mal auf einer anderen Strecke fahren, aber. Hoi! Ich kann ihn nicht mehr rausholen, also. Ich bin absolut am Limit. Ja, da müssen wir sehen, was du für eine Zeit reinfährst. Vielleicht kommst du mit der Strecke auch nicht so gut klar. So, die dritte war meine schnellste. Ja, mehr geht da auch nicht. Der Spanier da vorne. Einfach schneller. Halbe Sekunde pro Runde schneller da vorne. Viel schneller ist er nicht, aber er kann sich absetzen. Zweitbeste Zeit soll es noch gereicht haben. Na, einen hast du noch hinter dir gelassen, oder? Nee, der hat mich schon geholt. Ach so. Mal sehen. Ja, ist nicht mein Wagen. Zumindest auch nicht auf der Strecke. Ich mag die Laguna-Sieger überhaupt so generell nicht. Da fahr ich lieber. Ja, so. Andere Sachen. Ja, da habe ich mir schon gedacht, dass dir das an wegen der Strecke nicht passt. Die Monaco zum Beispiel. Ja, die ist ja noch viel schlimmer. Würde ich bevorzugen. Ja, das ist, ja okay, die fahren mit der Formel 1 auch drauf. Mit GT3 fahren sie nicht drauf. Einen Moment, ich nehme mal Silverstone. Das wäre ja mal was. Wir können natürlich auch Nürburgring GPF fahren. Das liegt da wohl jeden Deutschen. Ja, Fahrzeug. Ach, der. Ja, wir müssen ihn nicht nehmen, aber. Dann wollen wir ihn aber auf einer anderen Strecke haben. Dann fahren wir den auf Silverstone. Und nicht auf GPF, da will ich einen besseren für haben. Rot-Amerika kann man auch noch machen. Silverstone. Moment. Ja. So. Aber nur 3 Runden. 4 sind doch ganz schön lang in meinen Augen. So, da war der. 4, ja. So. Ja, der hat Allrad. Ach, du kannst zum Gerhard reinholzen. Da kannst du drin holzen. Der heißt gar nicht Gerhard. Irgendwo, ich kenne das her mit reinholzen. Ich weiß bloß nicht, kommt das von Werner oder von wo kommt reinholzen? Dieses Wort. Ach, keine Ahnung. Ist er wieder abgehauen. Ja, der kommt gleich wieder rein. Oder auch suchst du was anderes, weil wir mit einem Auto fahren? Ach ja, er will ja immer seinen Spezialwagen fahren. Das war doch er. Er war das doch. Ja, das war der. Welches Auto war das? Der McLaren, ne? Ja, und dann hat er gesagt, er hat das beste Setup und ich bin hier der Vollprofi, ihr ganzen Amateure. Bist du auch startklar? Ja. Gut. Beim Hör.
Den hier bin ich schon mal gefahren in einer anderen Lobby, aber ich dachte wegen Allrad. Ach, Christian, kommt da rein? Aha, mein Namensvetter. Ach, ein Amerikaner. Gut, meine lieben Freunde, weil ich ihm eine Freundesanfrage schicken will, den Franzosen auch, beende ich das Let's Play und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.